Willkommen zurück zur nächsten Folge von Portal 2. Und ich muss jetzt mal kurz was machen. Um 38 muss das muss die sein. Ich habe gerade angefangen aufzunehmen, habe ich auszusehen auf den Beendeknopf gedrückt schon wieder. So. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, oh, da sind sie. Doppeltellenmesser. Falsch. Deutschland-Jahrungschaft. Doppeltellenmesser. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Episodes, Lepidons, Voltron. Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. So. Gemacht, ihr beiden, ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh da rüber. Darum kann ich
dir beim Test nicht helfen. Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Das Teil da hochtreten. Und noch nicht mich selbst noch dazu. Oh ja. Yeah. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, was auf die Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's wert. Eine der längsten Aufnahmesessionen, die ich glaube ich je gemacht habe. Ich glaube, ich mache nur Bilder für die Aufnahmen und. Nachricht, die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Dahin platzieren, dann musst du. Ist.
Dollar Large bitte. Hol sie ihm selbst. Los. Wie? Oh, wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles wert. Es passiert schneller als gedacht. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er dich hat. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test! Ich bin ein bisschen. Ja, Power, ein bisschen Power, also. Hallo, die Dette muss das schon mal schön anhalten. Okay, das wird noch geladen. Interessant. Okay. Umkehrungsprozess aktiv. Warte. Oder noch weiter nach vorne. Komm her, Buddy. Warte. Du musst da oben hin. Du musst da rüber. Bevor wir auf beide Seiten landen. Ich muss da rüber. Hier bleibt hier.
langsam hier durch. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Wenn das jetzt anders wäre, okay, wenn ich das da hinschieße, dann wird's gut. Ich meine, wenn ihr irgendwelche Hilfe da machen wollt, macht haltet, wenn überhaupt. Wenn sich sind sie aktuell noch wenig Kommentare. Ist halt so aktuell halt noch. Aber ich meine, ist eh alles ein Einrutsch aufgenommen, das sehen. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.